Axt. Oh, Holz, Holz, Holz. Ja, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Das brauche ich. Na, ich weiß auch schon, ich weiß schon. Achso, ja, Angel, Ketchup. Ja, es darf natürlich noch was sein. Lebewesen. Auf jeden Fall. Hier. Was zum Fangen? Ich weiß. Nein. Das sollst du mitnehmen. Ja. Darfst du haben? Gerne. Oh, Blumen. Darf ich dich bei mir hinmachen? Ja, Erde einpflanzen, das weiß ich. Das ist bestimmt klar. Ich bin denn gar nicht woanders. So, ja, natürlich. Ich hab ein Lebewesen noch. Mistkäfer gebe ich dir mal so, weil... Ja. Ja, darfst du. Obwohl das Eugen nicht möchte, aber... So, Eugen, ich hab ein Mistkäfer. Ah! Ja. Gießkanne, ja. Das wäre mal geeignet, so für Pflanzen. Aber die vertrocknen ja sowieso nicht mehr, also ist auch alles in Ordnung. Ich habe ein Lebewesen. Eine Motte. Die alte Schrotte. Hast du Motten? Oh mein Gott. Zum Glück habe ich hier ein Gitternetz noch dran, ne? Ich werde auch gleich ein Dings aufmachen. Ah, weil es aber immer viel zu warm ist, mein Zimmer. Ich habe da schon Ventilator angemacht. Moment, ich bekomme gerade einen Anruf. So, passt das so. Ich habe halt nicht mehr so viel. Eugen, bist du das? Ja. Ah, du rufst genau jetzt richtigen Moment an. Ja, ja. Wie geht's eigentlich mit deinem Inselprojekt? Läuft alles? Besteht alles in Nachfrage? Da, der ist in der Musikbranche. Ach so, du hast gerade ein bisschen Freizeit, weil Dagi B. Gott was anderes macht. Alles klar, ist in Ordnung. Einer der Einwohner hilft bei mir dabei, Exemplare aus dem lokalen Fauna zu sammeln. Hilft dir? Du machst doch gar nichts! Ich kann nicht mehr. Ich mach alles alleine. Ich kann nicht mehr. Was wirklich? Ja, das wäre fantastisch. Oh, Verzeihung, ich habe gerade einen Kunden hier, also lass uns wieder später quatschen. Das tut mir echt leid, dass du warten musstest. Das war mein alten Freund Eugen, der mit Dagi zusammen ist und so, weißt du? Hilfe. Könntest du mir diesbezüglich noch einmal helfen? Leute, was ist denn jetzt schon wieder? Wo soll ich dir denn helfen? Achso, ja, das kann ich gerne machen. Aber ich weiß auch wirklich gar nicht, wo ich das am besten hinstellen soll. Bin ich ehrlich? Dann würde ich das mal ganz oben hin machen, aber das ist dann ja halt auch wieder so das Ding. Weil. Das ist ja auch teuer, das dann irgendwie wieder umzuplatzieren. Da habe ich auch keine Lust drauf. Okay, warte mal. So, gehen wir erstmal hier nochmal. Einfach zu lange mit Tom Nook geredet. Selbst der Bewohner. 800 Nookmeilen haben wir schon mal. Jetzt fehlen uns nur noch wenig. Für 4200? Ist doch ein Klacks. Ist doch ein Klacks. So, alles super. Leben wir. So. Mache ich das Zelt einmal benennen hier hin. Ist mir vollkommen egal. Hier ist gut. Perfekt, das steht super.
Und dann würde ich einfach mal wieder zu Tom Nook gehen und mal gucken, was er noch so sagt hier. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mache. Okay. Doch, weiß ich schon. Achso, ich gehe von selber hin. Auch gut. So, Florian. Hast du eine Stelle gefunden, in Eugen Zelt aufzuschlagen kann? Ja, hab ich. Auf dich ist wirklich immer Fall, Lass. Vielen Dank. Ja, ich weiß. Ich werde Eugen Bescheid sagen, dass alles für die Anreise bereit ist. Aber du bist ja auch gerade erst angekommen. Weiter will ich dich nicht am ersten Tag nicht beanspruchen. Von mir aus kannst du natürlich auch sofort Massing Nook Meilen verdienen und Umzugsgebühren bezahlen. Also alle, die hier gerade drin sind, ich kann nicht lesen. Ich berate dich gerne, wenn du Tipps zum Sammeln von Meilen brauchst. Sprich mich jederzeit darauf an. I guess. Okay. Dann wenn ich mal die Pflanzen oder die Blumen machen. Einfach mal einpflanzen hier, keine Ahnung. Also ich sollte die auf jeden Fall da nicht machen. Ich muss jetzt nur noch aufpassen, dass ich jetzt hier keine böse Herbert treffe. Natürlich nicht. Und hier noch. So, ich brauche keine Blumen. Da ist schon ein großer Baum dazwischen. Also wenn man das nicht gesehen hat, da hinten ist mein Zelt. Ist auch schön bedeckt, damit die Hässlichkeit von dem Zelt nicht gezeigt wird. Ja, das war sehr schön. So, jetzt möchte ich generell viel Äste sammeln, damit ich dann mir eine Axt bauen kann. Ich habe ja auch genug, glaube ich, für die Axt dabei, weil man muss ja sowieso viele Steine auch sammeln, damit wir dann auch gutes Hartholz, Weichholz und normales Holz bekommen. Aber das ist mir ja auch relativ wichtig, damit wir uns dann weiter schön ranarbeiten können. Ich werde mal trotzdem mehr Tiere sammeln, weil ich kann die ja sowieso dahin platzieren erstmal. Oh Gott, das war ein bisschen knapp. Ein Seebarsch. Ein Barsch. Ein normaler Barsch. Hört sich ein bisschen an wie... Ja. Das war ein Käfer. Ich muss aufpassen, wo ich lang gehe. Ey, das ist doch Wahnsinn. Ja, super, perfekt. Oh nee, das war eigentlich ein recht seltener Käfer. Das ist eigentlich auch preiswert, würde ich sagen. Mann, man verkauft einfach Tiere. Auch gut. So, super. Oh, da ist auch wieder einer. Achso, auch wieder ein Seebarsch, ne? Hey, Seearsch. Oh, der ist auch natürlich in der falschen Richtung hier. Hey. Schatten. Schatten. Guck mal, der bemerkt mich noch immer hier, wenn ich jetzt rumlaufe. Ja, ist doch gar nicht mein Schema. Ja, da ist auch einer. Hallo. Bitte lass mich deine Angel sein. Was? Bitte nimm das. Bitte. Ich möchte. Ich glaube, die Fische mobben mich. Martina, versuchst du es immer noch? Oh! Nein! Das ist doch nicht wahr. Mann. Und ich sag auch noch, ich bin gut in Fischen. Auch gut. Oh. Der ist selten. Das sag ich, der ist selten.
Das habe ich jetzt nicht verhauen. Oh. Ist eine Hassel selten? Okay, da machen wir mal stark aus, dass es nicht so ist. Ja, immer beim dritten Mal oder beim vierten Mal. Beim vierten Mal ist es ja relativ selten. Eine Makrele. Ah. Mal diese lustigen Sprüche. Ach, das Mistvieh habe ich schon. Oh, eine Mücke, eine Mücke, eine Mücke. Mücke, komm her. Mücke. Boah, ich hasse dieses Geräusch. Eine Mücke. Komisch, dass man das halt auch spenden kann. Ein Goldmistkäfer, aber den habe ich ja schon. Yes. Hier ist wirklich keine Spinne. I wish ich hätte eine Spinne hier. Okay, nein. Genau, einfach mal alles darauf. Genau, da Licht an und da Licht an. Nee, brauche ich gar nicht. Aber schön, dass man, wenn er dafür das Geld hat, dass man einfach da so ein Aquarium aufmachen kann. Cool, lieben wir. Okay. So. Achso, ja. Oh. Ich dachte schon, ich habe das Falsche gedrückt. Lol, wie cool ist das denn? Oh Mann, der Controller ist neu, aber irgendwie geht er von selber hier los. Ziemlich blöd. Okay. So, noch mehr Stock. Und dann werde ich mal was craften. Ja. So, jetzt werde ich die... Ja, genau. Die Wackelachse werde ich jetzt machen. Super, weitermachen. Ich habe sowieso noch ein bisschen Hartholz, was ich denn noch hier benutzen kann. Oh. Okay. Achso, das ist dann alles neu. Und das könnte ich dann nochmal machen. Okay. Lagerfeuer brauchen wir nicht, weil wir haben schon, wenn dann genug Lagerfeuer. Ich glaube, wir haben hier Lagerfeuer. Haben wir da Lagerfeuer? Ja, guck mal, hier haben wir Lagerfeuer, das reicht komplett aus. Ich werde einfach mal machen. Indem ich mich jetzt mal hier hinbegebe und mich so mittig hinstelle, damit ich irgendwie nicht abhauen kann. Oh, es ist sogar ein Geldstein. Perfekt. Ich habe das auch gerade vergessen, da wegzumachen. YOLO, passt doch perfekt. Oh nein, ey. Unkraut. Jetzt hasse ich Unkraut. Nur weil ich jetzt, das da nicht weggemacht habe. Da! Ah, Mensch! So. Unkraut weg auf jeden Fall von dieser Area. Das wäre ganz gut. So, und jetzt reingehauen. Oh. Kommt da immer... Okay. Das habe ich mir schon gedacht. Eigentlich wünsche ich mir, dass ich halt ein bisschen mehr Eisenerz bekomme, aber muss jetzt auch nicht sein. Okay. So. Wo sind die Steine? Habe ich nur zwei Steine? Warte. Habe ich gesagt. Ah, das kommt ja perfekt hier. So. Genau. Rennen. 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 Ja, eine ist so viel. Aber zwei
Eisen schon mal. Wir brauchen noch 3. Das wird auf jeden Fall super sein. Hoffe ich mal. Bitte, please, hilf mir. Bitte. So. Okay. Dann können wir jetzt noch die Axt. Käfer. Ist eigentlich relativ selten, würde ich jetzt sagen, bei Animal Crossing New Horizons. Und relativ nicht selten bei New Leaf, glaube ich. Platzieren, genau. Oh. Das ist ja schon ein großer Brocken. Bitte geh nicht weg, danke. Oh mein Gott. Ja, und die sind doch. Sind die selten? Ich bin mir absolut gar nicht sicher, was jetzt für eine Käferart oder sonst irgendwas ich jetzt hier überhaupt gefangen habe. Ich weiß es nicht. Da ist wieder ein Fisch. Ich glaube, den kann ich verkaufen, weil ich glaube, das ist einfach nur ein Barsch. Ah, immer beim dritten Mal. Aber man darf halt auch nicht immer so viel zögern. Das ist halt immer so, ne? So, Wahnsinn. Okay. Weiter geht's. Genau, ich wollte mit der Axt was machen. Genau, normales Holz brauchen wir ja halt auch, denn... Ich glaube, generell brauchen wir erstmal nur normales Holz. So schön, dass Weichholz dann auch mal kommt. Manchmal nervt die den halt auch, weil das einfach erstmal nur die gleiche Musik ist, bis das Ratus erstmal, wenn er so gesagt, in 10 Tagen kommt. Bei uns natürlich nicht, weil ich ja dann immer den Tag dann immer skippen werde. Also ich glaube, pro Part reicht es eigentlich schon so 20, 25 Minuten aufzunehmen. Da hat man eigentlich relativ viel vom Tag. Und dann immer jeden Tag dann, also... Immer jeden Tag in anderer Part, genau. War mir schon klar. Aber die hat schon einigermaßen durchgehalten. So. Hallo. Achso, nee. Ja, ich hab's Friesland genannt. Ist jetzt nicht so besonders. Okay. Hat man nicht gesehen? Würde ich mal sagen. Gut. So, hallo. Ah nee, du verkaufst ja nicht. Nee, lass mal sein. Genau, ja, nee, ich zögere auch nicht. So, hallo. Ja. Ich schau mal. Kann ich verkaufen? Deswegen habe ich dich halt auch gerade nur angesprochen. Nein! Ich möchte was verkaufen. Lass mich jetzt bitte verkaufen. Danke. So, kannst den Arsch haben. Und 2 Kirschen. 600 Sterne, ich sag mal, was du denn hier? Okay, ja, okay.
Ja, Obst verkaufen verzehrst, aber ich weiß. Wenn man Obst isst, dann hat man da so eine Leiste, da hat man so eine Stärke und so. Und dann kann man Bäume auf einmal wegpflanzen. Was eigentlich ganz cool ist. Weil mir das manchmal auch ganz gut hilft. So, Horten, genau, tue ich auch so. Ah, das habe ich ja vollkommen vergessen. Das ist eine Box, da sind verschiedene Dinge drin, die halt von der Insel immer weggeschleppt werden und dann hier mal reinkommen. Karton, Ast nehme ich. Karton behalte ich nochmal drin. Weil, komischerweise, wenn ich halt so Lieblingscharaktere immer... Es gibt ja bald so ein... Platz, wo halt die ganzen Tiere immer dann da hinkommen. Dann nehme ich meine Amiibo-Karte, pack sie dann da rauf und dann kommen die. Wollen dann immer eine Kartons haben. Ja. Dann soll ich den nochmal einladen. Bin dann so, ja. Dann überlegen die erst, ob sie denn auf die Insel rauf möchten. Nehmen wir so, bitte ja. Und dann spielt man Schnick, Schnack, Schnuck und dann heißt es wieder nein. Immer so dieser Prozess, keine Ahnung. So, ich werde jetzt hier die Aufnahme beenden. Und generell das Spiel ist dann auch erstmal schließen. Also eine Stunde haben wir jetzt, glaube ich, nicht aufgenommen, sondern glaube ich jetzt so 40 Minuten oder so. Aber das reicht dir natürlich erstmal auch. Also mit Animal Crossing würde ich dann erstmal aufhören und dann werden wir halt noch was anderes spielen. Ja, würde ich sagen. Okay, dann beende ich das jetzt hier erstmal. Dann machen wir das nächste Spiel.